Willkommen in der Schweiz, da bin ich wieder und es fühlt sich ehrlich gesagt richtig gut an. Das Wetter bisher ist hier super gut. Ich möchte mich nochmal für die ganzen Rückmeldungen für das Kona auch 3 Video bedanken. Ja, also da habe ich jetzt wirklich 3,5 Wochen dran gesessen und ja, war sehr viel Arbeit und deshalb freue ich mich, dass es gut ankam. Wie gesagt, 2 weitere Teile kommen auf jeden Fall noch und gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich hier schon recht gut trainiert, habe mal wieder ein bisschen Strava benutzt und ein paar Sachen hochgeladen. Bin ich ja sonst nicht so der Fan von, aber ich wollte mal gucken, ob es hier ein paar coole Comps gibt in der Ecke. Ihr wisst ja, dass ich vom Radsport komme und die Tour de France war natürlich eine der ausschlaggebenden Sachen, warum ich da den Sport angefangen habe. Das heißt, ich stehe sehr auf diese großen Rundfahrten und diese Stage Races. Und deshalb finde ich richtig geil, dass das im Triathlon jetzt auch langsam losgeht. Mit dem Island House Triathlon, das fand ich schon immer eine coole Sache. Und dass es jetzt die Super League gibt, okay, ist ein bisschen fragwürdig, wer das auf die Beine gestellt hat. Aber ich finde das Format an sich halt geil. Es sind jetzt 3 Tage Racing. Am Freitag haben wir 3 Stages, also 3 Etappen. Ist, glaube ich, erstmal ein normaler Triathlon, Swim, Bike, Run. Dann umgekehrt, was schon sehr interessant ist, Run, Bike, Swim. Und dann jetzt, ist gerade oder läuft aktuell gerade hier im Hintergrund, nochmal Bike, Swim, Run. Also fliegender Start. Ist schon mal echt interessant zu sehen, wie die ganzen Athleten sich anstellen. Weil es sind ja nur wirklich nicht wirklich Spezialisten. Und wenn dann so ein Radstart ist, das sieht dann schon sehr lustig aus auf jeden Fall. Finde ich ein cooles Format, sehr interessant. Und ja, am Samstag ist dann, glaube ich, ein größeres Rennen mit einer Mischung. Ich weiß gar nicht, Bike, Swim, Run, Bike, Swim oder irgend sowas. Und am Sonntag auf jeden Fall sind 3 Triathlons hintereinander. Ich weiß nicht genau über welche Distanz, aber auf jeden Fall Eliminator Race. Und am Ende gewinnt der mit den meisten Punkten und für einen Etappensieg bekommt man halt immer eine gewisse Anzahl an Punkten. Also hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Etappensache beim Radsport und das finde ich halt sehr interessant. Deshalb guckt euch das auf jeden Fall an. Ich will da jetzt nicht zu viel Werbung für machen, aber ich finde es interessant, dass mal ein paar neue Ideen in den Sport reinkommen. Ich bin für neue Ideen immer sehr zu begeistern und das finde ich auf jeden Fall geil. Guckt euch das an. Die Szenerie ist auch sehr schön auf der Insel da. Das erinnert mich schon an Hawaii, also allein deshalb gucken. Und ansonsten, ja, Wetter hier ist geil, wie ihr seht im Hintergrund. Und ich kann euch gleich ja nochmal zeigen, wo wir hier genau wohnen, weil ist eigentlich total geil. Wir gehen raus aus dem Haus und dann sofort unten am Bach und dann kann man langlaufen. Perfekto mento. Dann bis demnächst und ja, das war das zweite Video für diese Woche. Also bis nächste Woche.